Das Reimen, was du in der Schule gelernt hast, entspricht nicht unbedingt dem Reimen, wie du es beim Rappen machst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du hast von mir gelernt, was reine Reime sind und wo sie gebraucht werden. Grundschule. Und dass sie im Rap nicht mehr so präsent sind, wie sie früher 1994 vielleicht mal waren. Was unreine Reime sind, was eine reine Assonanz ist, was unreine Assonanzen sind, was dreckige Reime sind. Nee, nicht mit mir. Mit mir nicht. Das sag ich euch von vornherein. Ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne. Once again, back is the incredible J-Jiggy am Start und wir ziehen durch. Solange mein kogenialer Partner, Freund und Seelenklempner Spoofy im Urlaub ist, gebe ich hier voll Gas, Freunde. Ja, da mach ich überhaupt nicht lang rum. Und zwar JBB, machen wir direkt weiter. Gestern, wo waren wir stehen geblieben? Okay, schön eingetragen. Chris, mein Dokumentenbruder, vielen Dank für deine motivierte Beihilfe zum Tod. Grüße gehen raus an dich. Nochmal, hallo. Was wollte ich sagen? Ach so, letztens, als ich die Analyse zu Apache gemacht habe, ne, da wurde mir ja unterstellt, so dass der Cheeky, da macht er sich drüber lustig und sagt, er mag dieses Plakative nicht, weil da jemand ein Nike-Zeichen auf seinen Socken hat. Und selber hat er das Nike-Zeichen auf seiner Cap hier, sogar in schwarz. Schau mal. Nee, ich bin wirklich einer, ich mag das Plakative nicht. Und ich würde niemals ein T-Shirt anziehen, wo irgendwie ein Nike-Zeichen drauf ist oder so. An der Stelle, ne, möchte ich nur mal gesagt haben. Once again back is the incredible Jay Chiki am Start, heute mit der nächsten Analyse. Wir geben uns heute Diverse versus Perplex. Geiles Ding, wird auf jeden Fall, denke ich, schwer unterhaltsam. Cracksteine von 80 sind am Start, Freunde. Yes, yo. Hat mich mega gefreut, dass das Video bei den Leuten, die sich angeguckt haben, so gut ankam, zu meinen Rap-Battles von vor 13 Jahren, Alter, ohne Spaß, ich habe so einen Bock, mir das jetzt noch anzugucken, ich wollte mir heute Morgen meine restlichen Battles noch reinziehen, so, weil ich die selber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, ohne Spaß, ne, also, was heißt überhaupt nicht mehr, natürlich weiß ich noch so ungefähr ein bisschen was, so, ne, aber das ist 13 Jahre her, Digga, so, ne, bei den ganzen Texten, die ich in der Zeit geschrieben habe, da verfliegst schon mal die ein oder andere Erinnerung, ne. Und ich wollte mir das heute Morgen selber nochmal reinziehen, dachte mir aber, nee, deine Community nimmst du mit. Und deswegen, glaube ich, kommt bald das nächste Video an die, die sich nicht reingezogen haben. Zieht's euch rein, Freunde. RBA, meine Battles von vor 13 Jahren, auf jeden Fall geil. Yes, yo. Was gibt's noch zu sagen? Gar nichts. Rap-Tutorial, alle begeisterten Teilnehmer und Abonnenten. Vielen Dank an euch, es freut mich extrem. Ich kriege sehr oft positives Feedback. Ich glaube, mich würde wirklich mal interessieren an die Leute, die das Rap-Tutorial haben, ob ihr es schon komplett angeguckt habt. Ob ihr wirklich diese, ich weiß nicht, wie viele Stunden es jetzt sind, ne? Und würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr es komplett schon durchgeguckt habt. Und an die, die immer noch nicht wissen, was es damit auf sich hat, geht doch einfach mal auf rap-tutorial.de und zieht euch den ganzen Schinken einfach mal rein, ne? Es ist halt nur so, wenn ihr auf die Seite geht, ne, weil natürlich, ich will natürlich das Geld euch aus den Taschen ziehen, wenn ihr auf die Seite geht, schließt ihr automatisch ein Abo ab, ja, also ihr müsst, geht nur auf rap-tutorial.de, klickt auf Enter und sofort, wenn ihr da drauf seid, hat Spoofy so eine, sowas eingerichtet, dass ihr sofort, tack, ja, gefangen seid, direkt erstmal 500 Euro von eurem Konto abgezogen wird, beziehungsweise ihr eine Rechnung bekommt, denn das Rap-Tutorial ist einzig und allein eins, eine Geldmachmaschine, ja. Ich habe überhaupt kein Know-how, ich habe keine Knowledge, ich habe gar nichts, was ich euch mit auf den Weg geben kann, aber ich bin einfach ein verzweifelter Junge, der keinen Sinn in seinem Leben hat und einfach seiner Community, weil er auch so ein ehrenloser Bastard ist, ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen möchte. In diesem Sinne, alle Hater, Freifahrt! Now! Diverse, Perplex, Grüße gehen raus, wir legen los wie Jahrmarktbudenbesitzer, fangen an mit Diverse. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, was da auf mich zukommt. Bam, bam, bam. Boah, Bengalus im Video. Chaba, das habe ich noch nie gesehen. Ich bitte dich, Julian van Wegner. Du kannst kein Gegner für mich sein. Vorher glaubt man mir, dass ich Tupac gesehen hab. Überdope.
Julian von Gegner, du bist kein Gegner. Ich bitte dich, vorher glaubt man mir, dass ich Tupac gesehen habe. Oder irgendwie so, finde ich direkt mega routinierter Flow, mega geile Silben gesetzt. Julian von Wegner, du kannst kein Gegner für mich sein. Julian von Wegner, du kannst kein Gegner für mich sein. Überdope. Übergeil, Betonung komplett über Rage-Modus, aber also übertrieben, aber feier ich irgendwie. Ich bitte dich, Julian von Wegner, du kannst kein Gegner für mich sein. Vorher glaubt man mir, dass ich Tupac gesehen hab. Cool, ja, erwähn selber wieder, wie hässlich du bist. Wenn's dir zu schaffen macht, dann sag nicht, es beschäftigt dich nicht. Egal ob Schreiben oder Freestyle, du hast keine guten Texte. Und von einem Typen kassiert, der gerade mal 2 Minuten rappte, doch weil ich nett bin. Ja, verstehe ich nicht. Hat er von dem Typen kassiert bei einem Freestyle-Battle oder so? Ja, das ist auch immer die Gefahr. Also ich meine, ich habe auch einen Homie, Andy, ich wollte gerade wieder Schimpfwörter sagen. Aber ich merke immer, dass meine ganzen Analysen, die ich hier mache, auch für die Leute, die sagen, ich mache das alles nur noch wegen Geld. Ja, ihr habt recht, ich verdiene nämlich pro Video ungefähr so schon einen Batzen an Geld, nämlich so 0,00 Cent. Ne? Das liegt daran, dass ich immer gerne hier Schimpfwörter durch die Gegend schmeiße und deswegen meine Videos nicht unbedingt werbetauglich sind, aber ich habe vollkommen recht, ich mache das gar nicht mehr, weil ich Lust habe hier. Ein Kumpel von mir ist auch so einer, wir haben uns jetzt an meinem Geburtstag, vielen Dank an alle, die mir jetzt noch nachträglich gratulieren werden, ja, ihr habt es verpasst, ist überhaupt nicht schlimm, wir haben das schon, wir machen das schon immer, dass wir uns immer so Freestyle battlen, ne, und er sagt zwar, er denkt, er ist der Bessere, das kann ich aber nicht glauben. Also das glaubt eigentlich auch keiner, der uns zuhört. So. Also wenn man die Reime, die Flows und die Technik und so betrachtet, bin ich einfach im Freestyle sehr, sehr gut, wie ich finde. Und bei ihm ist einfach das Ding, er bringt einfach diesen Unterhaltungsfaktor mit. Ne? Er ist einfach so, er schreit einfach rum, alter Chiki, du Hurensohn, verpiss dich am Mike, du Hurensohn. Das könnte eine typische Zeile von ihm sein. Das war's übrigens gerade wieder mit der Werbetauglichkeit. Grüße gehen raus an YouTube. Und alle lachen halt. Das ist halt einfach, er hat so diesen Unterhaltungsfaktor. Wenn Perplex von so jemand gefickt wurde, okay, dann ja. Freestyle, du hast keine guten Texte und von einem Typen kassiert, der gerade mal 2 Minuten rappte. Doch weil ich nett bin, geb ich dir von meinem Preis einfach paar Zehner, denn deine Jacken sehen aus wie aus einem scheiß Altkleidercontainer. Doch am schlimmsten. Ich find, jedes Mal, wenn ich die Verse höre, finde ich ihn wirklich, wirklich, wirklich gut, Alter. Gib ich dir von meinem Preis einfach paar Zehner, denn deine Jacken sehen aus wie aus einem scheiß Altkleidercontainer. Doch am schlimmsten finde ich, dass du selber der größte Hering bist und dann über Leute wie Punch und keiner dünnen Witze machst. Ey, du bist schlecht wie ein Typ, der schlecht ist und hast andauernd eine Fahne wie Ecken. Und ich bin schlagfertig wie Sahne, um deine Sprache zu sprechen, man, mir ist echt... Alter, geil, boah. Das ist ein richtig lustiges Stilmittel. Erstmal gibt es einen Punkt für dieses Wie-Verarsche. Du bist schlecht wie jemand, der schlecht ist. Ich habe ständig eine Fahne wie Ecken. Das ist auch auf jeden Fall die nächste lustige Zeile. Habe ich auch schon so ähnliche beim Track Dopeste gekickt. Mich an Ecken wie Eckballfahnen. Ich habe ständig eine Fahne wie Ecken und bin schlagfertig wie Sahne. Ja, doch, ist auch gut. Und hast andauernd eine Fahne wie Ecken. Und ich bin schlagfertig wie Sahne, um deine Sprache zu sprechen. Man, mir ist... Ich bin schlagfertig wie Sahne, um deine Sprache zu sprechen. Finde ich auf jeden Fall, das ist richtig gut gewesen. Echt egal, ob jemand meinen Rap-Stil mag. Du bleibst künstlich und lässt dich verbiegen. Nenn dich Plexiglas. Mein Ausscheiden berechtigt... Du bist künstlich und lässt dich verbiegen. Nenn dich Plexiglas. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch ich mag das ja sowieso, sage ich immer wieder, wenn man den Namen seines Kontrahenten so ein bisschen in den Dreck zieht und Wortspiele rein, damit er findet 2 Punkte für diese Zeile, gefällt mir echt gut. Ich doch mein Comeback verdient, du bist so schlecht, dass Julian sich bei mir bedankt, wenn du fliegst. Perplex. Du bist so schlecht, dass Julian sich bei mir bedankt, wenn du fliegst. Ist auch eigentlich echt eine, das ist lustig. Passt auch, weil Julian war ja sowieso jetzt nicht mehr so der Befürworter von Perplex, oder? Also, ich glaube anfangs schon, aber mittlerweile hat er doch immer gesagt, dieses ganze wie geht mir auf den Sack, blabli, blub, weiter geht's. Mein Comeback verdient, du bist so schlecht, dass Julian sich bei mir bedankt, wenn du fliegst. Perplex, man hat's dir prophezeit, wer sich nicht entwickelt, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn das Niveau nicht reicht. Du denkst, dass du hier gewinnst oder den Thron besteigst, doch vor mir rettet dich kein hingezweckter Nomenreim. Perplex, man hat's dir prophezeit, wer sich nicht entwickelt, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn das Niveau nicht reicht. Du holst den Titel nie, solange der Schwamm deine Ikone bleibt und du dir nur, wenn du nach Essensresten pulst, die Krone greifst. Und du dir nur, wenn du nach Essensresten pulst, die Krone greifst. Ist schön. Dafür gibt es einen Punkt für die Melodie, für die Hook. Mit mir war es jetzt persönlich wirklich viel zu wenig für eine Hook. Also für mich war das jetzt nicht unbedingt eine Hook. Allein von dem Flow und der Melodie hat sich überhaupt nicht abgehoben. Und ich fand auch, wenn es sich schon in dem Sinne nicht abgehoben hat, hätte man wenigstens auf jeden Fall so, naja, da mehr Spuren drunter ballern können, so dass es irgendwie so allein von dem Volumen der Vocalspur eine Hook ergibt. Ja. Erzähl's den Leuten, du hast bei mir nach einem Feature gebettet.
begreifst. Erzähl's den Leuten, du hast bei mir nach... Jo, Digger, ich schwärm für mein Album mit heftig langen Kollabo-Track. Eine Illuminaten-Kollabo, halt kreischer Trap auf einem Song. Jäger 18, hast du Bock? Schau euch alles noch etwas, aber dann kann ich schon mal planen, wenn du mit Schule absagst. Ach ja, und auf ein gutes Sprechen. Danke, Plex. Ja, das ist doch... Ich finde sowas immer, sage ich auch jedes Mal, lächerlich irgendwie. Weil was ist denn daran so schlimm? Das ist doch gang und gäbe. Wenn Rapper sich untereinander nicht nach einem Feature fragen würden, da würden ja überhaupt keine Features zustande kommen. Das ist doch gang und gäbe. Und wenn ich jeden Rapper, der mich schon mal nach einem Feature angefragt hat, jetzt so in die Pfanne hauen würde, das ist so, ich weiß, für mich ist es überhaupt keine Angriffsfläche so. Vor allem ist es auch so, naja, keine Ahnung. Also das ist so, ich fühle das einfach irgendwie nicht. Für mich ist das immer so ein Griff nach einem Mittel, nur wenn man zu schwach ist, irgendwie selber Punchlines zu kreieren. Und das ist Diverse nicht so. Einem Feature gebettelt, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Feature gebettelt vor allem, gell? Es wird dann noch so formuliert, gebettelt. Ja, nach einem Feature gebettelt. Also als ich das so gerade vorgelesen habe, klang das aber nicht, als hätte da jemand gebettelt. Erzähl's den Leuten, du hast bei mir nach einem Feature gebettelt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, wer dich denn dieses Mal rettet. Wie wär's mit einem aus deiner Crew? Guter Witz. Oder einen, den ich schon umgebracht hab und der beleidigt ist wie du. Ob du mich für den Kopf damals nicht leiden kannst, ist mir echt Latte. Doch Maurice dreht dir die Clips und wartet seitdem auf die Patte. Denk dir was aus über mich, doch es ändert trotzdem nichts dran, dass du mir schon zu VBT-Zeiten nur Props geben kannst. Und glaub mir, als ich auf... Ja, ist für mich jetzt wieder, das ist dieses Real Talk-Ding, was aber für mich so, ich meine, Real Talk kann so unfassbar Gewicht haben, ne? Aber für mich ist es einfach, abgesehen davon, dass ich jetzt wieder die Hintergrundstory überhaupt nicht kenne, weil ich 2019 nicht ganz up to date bin, ihr lustigen Ganoven. Mensch, da habt ihr mich aber wieder in die Pfanne gehauen wie Rührei und Speck. Haha, Mensch, der Chigi, was er da wieder erzählt hat, du. Ich glaub's ja kaum. Ja, und dann aber auch diese Real Talk so aufzubauen mit, du hast bei mir mal nach einem Feature gefragt. Und der hat dir deine Videos gedreht und wartet immer noch auf Patte. Ja, wow, ist ja ein super Hard-Hit, Alter. Doch es ändert trotzdem nichts dran, dass du mir schon zu VBT-Zeiten nur Props geben kannst. Und glaub mir, als ich auf dem Gig bei Tim als Backup erfahren hab, dass erst Medics mit deiner kleinen Schwester geschlafen hat, könnte ich verstehen, dass du verletzt warst und erfahren hab, dass erst Medics mit deiner kleinen Schwester geschlafen hat. Jetzt wieder so, Herr Cash ist halt wieder da geguckt. Ist es jetzt wieder so ein Real Talk 2-Punkte-Punch oder was? Finde ich nett. Und ich verstehe, dass du verletzt warst und in der Quali, weil dein Stolz gekränkt war, so eine Hetzjagd gestartet hast. Und obwohl ich wie ein Clown ein paar Grimassen zieh, sag ich dir mit ernster Miene, dass du deine Traumblase platzen siehst, denn bist du raus. Auch wenn ich wie ein Clown die Grimassen ziehe, sag ich mit ernster Miene, dass du deinen Traum gerade platzen siehst. Das gefällt mir. Ist aber für mich sind da keine geilen Punchlines jetzt dabei. Ich finde diesen, ich mag Diverse halt so, wenn er dieses Humorvolle von oben herab kickt, so, ne? Das finde ich steht ihm besser und das mag ich auch viel mehr an ihm als diese Real Talk-Szenen so. Wie er zum Beispiel angefangen hat. Julian von Wegner, aber du bist kein Gegner für mich. Vorher glaubt man mir, dass ich Tupac gesehen habe. Das fand ich so, da dachte ich, okay, geil. Und jetzt ist es mir ein bisschen zu lahm. Machen alle einen drauf, wie beim Après-Ski, doch sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Flex. Alle einen drauf, wie beim Après-Ski, doch sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Flex. Sie machen einen drauf, wie beim Après-Ski, sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Ja, das ist, wobei diese, du kriegst eine Packung, Zeilen sind halt auch schon so, du kriegst eine Packung wie ein Kippenautomat, du kriegst eine Packung wie FedEx-Kuriere, du bist wie FedEx-Kuriere. Und kriegst hier eine Packung, Kit. Ich bin iced out wie Eskimo-Schirme. Das kennt man halt schon so. Aber in Bezug jetzt auf Perplex, der wirklich bei der DHL arbeitet, soweit ich das mitbekommen habe, ist es schon eine gute Punchline. Und es ist vom Reim halt sehr gut gesetzt. Auch mal eine Packung kriegst. Traum gerade platzen sie, sagt er das? Ausmachen alle einen drauf, wie beim Après-Ski. Auch mal eine Packung kriegst, drauf, wie beim Après-Ski. Schöner Vorreim, das auf. Rap ich auch drüber im Rap-Tutorial. Der sogenannte Vorreim. Eine eigene Lektion hier, sehr schönes Beispiel dafür. Deswegen, aus den Gründen gebe ich dir 2 Punkte für. Sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Perplex. Man hat's dir prophezeit. Wer sich nicht entwickelt, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn das Niveau nicht reicht. Du denkst, dass du hier gewinnst oder den Thron besteigst. Doch vor mir rettet dich kein hingezweckter Nomenreim. Perplex.
Ich finde, das Perplex kommt auch unsauber. Es ist für einen Einstieg in den Hook dieses Perplex. Das ist so, mir nimmt es direkt den Flow. Und ich bin prinzipiell kein Fan davon, in eine Hook so assig viel Wörter reinzuballern. Also genauso viel Silben reinzuballern wie in Part. Ich meine, das kann sich auch geil anhören, wie zum Beispiel bei meinem Was siehst du Track. Nee, Real Talk, ich finde die Hook, die ist einfach geil. So, das ist auch keine, eigentlich ist es überhaupt keine melodische Hook, die sich besonders abhebt. Aber es ist trotzdem eine Hook. Und manchmal klappt das irgendwie. Aber hier finde ich, es hebt sich nicht so ab halt irgendwie. Und es ist so, auch die Aussagen darin sind nicht gut, bis auf die letzte, glaube ich, bei der zweiten Hook. Hier prophezeit, wer sich nicht entwickelt, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn das Niveau nicht reicht. Du holst den Titel nie, solange der Schwamm deine Ikone bleibt. Und du dir nur, wenn du nach Essensresten pulst, die Krone greifst. Ja, die Zeile ist echt ganz gut. Digga, das war's jetzt, du fliegst. Doch du warst in letzter Zeit wirklich erfolgreich, denn du hast vor kurzem Karies besiegt. Klasse, dass dir doch noch irgendwer nach paar Jahren die Zähne macht. Glückwunsch, was ich davor seit jeder Zahnarzt geekelt hat, ohne... saftig. Hat Perplex wirklich gegen... Achso, du hast Karies besiegt. Oder das war ja, gab's wirklich einen Rapper, der Karies heißt? Nee, wahrscheinlich nicht. Die Verse meint wirklich einfach den Karies und backt es, ne? Diesen, was ist denn das... Eine Zahnentzündung, ist es sowas? Ja, ne? Lernt man doch im Kindergarten so, wie man die Zähne putzt. Siffmaul for Life Crew, Shelly. Pommes! Ist auf jeden Fall hier gut aufgebaut so. Auch die Angriffsfläche zu dem mit Perplex seinen Zähnen so, das ist auf jeden Fall schon gut. Wenn du nach Essensresten pulst, die Krone greifst. Also, somit kriegt die Zeile sogar noch mehr Gewicht, wenn du nach Essensresten pulst, die Krone greifst, weil Perplex so verschimmelte Zähne hat, dass er die Krone trägt. Ah, das ist schon ganz gut. Digga, das war's jetzt, du fliegst. Doch du warst in letzter Zeit wirklich erfolgreich, denn du hast vor kurzem Karies besiegt. Auch geil, Digga, das war's jetzt, du fliegst. Doch du warst in letzter Zeit wirklich erfolgreich, denn du hast vor kurzem Karies besiegt. Das ist auf jeden Fall von den Flow-Betonungen schon echt gut. Lasse, dass dir doch noch irgendwer nach paar Jahren die Zähne macht. Glückwunsch, was ich davor seit jeder Zahnarzt geekelt hat, ohne... Boah, das sitzt bei mir. Also der Einstieg in Kombination ist mit der vierten Zeile. Zahnarzt geekelt hat und Karies und so, finde ich, gebe ich 2 Punkte dafür. Gegenrunden, wer nach paar Jahren die Zähne macht. Glückwunsch, was ich davor seit jeder Zahnarzt geekelt hat. Ohne Gegenrunde noch was zu verlieren ist peinlich. Klar, denn ich gewinne schon Battles, an denen ich nicht mal beteiligt war. Er rappt wirklich gut so. Auch wenn die Zeilen, das Gewicht der Zeilen hier ein bisschen auf der Strecke bleibt wie Bremsspuren, finde ich das, diese knackigen Betonungen hier von ihm gerade exorbitant gut. Eine Gegenrunde noch was zu verlieren ist peinlich. Klar, denn ich gewinne schon Battles, an denen ich nicht mal beteiligt war. Denn ich gewinne schon Battles, an denen ich nicht mal beteiligt war. Eins ist klar, hätte sich gewährt, wärst du gar nicht weiter. Und mit deiner gammligen Gippe fühlst du dich sogar noch cooler als keiner. Ich frag mich, was du von ihm willst und warum du auf deine Gabe schwörst. Denn deine Lines hat man vor Jahren schon in der RBA gehört. Warte, deine Elfmeter... RBA, auch der Nächste, der bei der RBA war. Geil, Alter. Vielleicht müssen wir mal wirklich mal so ein RBA-Special machen, Alter. Könnt ihr mir gerne die Kommentare schreiben, wenn es RBA-Rapper gibt, die ihr unbedingt von mir sehen wollt. Also ich habe natürlich ein paar auf dem Schirm, so meine Heroes von früher. Aber zum Beispiel, ich wusste Real Talk nicht, dass Santiago bei der RBA war. Weil Santiago einfach bei... Ja, ich bin halt nicht so dieser Fanboy, sorry, der da irgendwie jeden Brotkrümel von ihm aufliest, um irgendwas Neues von ihm zu hören. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar RBA-Legenden, so zumindest aus meiner Sicht. Und wenn es da welche für euch geben sollte... Dann teilt mir das doch gerne mit, me friendos. Und warum du auf deine Gabe schwörst, denn deine Lines hat man vor Jahren schon in der RBA gehört. Warte, deine Elfmeterschießen-Line hatte Kollege, die mit dem Trampolin, Blumi und ach, im Endeffekt schon jeder, Alter, du Tabel versch... Ja, das finde ich gut. Achso, er meinte auch gerade gar nicht, dass Perplex bei der RBA ist, sondern dass man die ganzen Zeilen von Perplex nur in der RBA gehört hat. Und dass wir die Zeilen jetzt so aufzählt, zumindest eine, die mit dem Schwamm gelb anlaufen, meint er vielleicht so. Und dann, ach, keine Ahnung, aber im Endeffekt schon jeder, finde ich ganz gut, gibt einen Punkt. Elfmeterschießen-Line hatte Kollege, die mit dem Trampolin, Blumi und ach, im Endeffekt schon jeder, Alter, du Tabel verschickst täglich schwule Herzen im privaten Chat und merkst nicht, dass dein Schmatz mehr auf die Nerven geht, als ALS, Mann, für deine Quali, sagst du. Dass dein Schmatz mehr auf die... Du küsst den Smileys im privaten Chat und merkst nicht, dass dein Schmatz mehr auf die Nerven geht, wie ALS. Das ist eine 2-Punkte-Zeile. Auf die Nerven geht, wie ALS, ist schon eine gute Zeile, gibt einen Punkt so, ne, ALS, eine Nervenkrankheit. Aber das Schmatz in Bezug auf Küsschen-Smileys, weil Perplex seine Gang Schmatzfabrik heißt, gibt's da auch nochmal die Zweideutigkeit, deswegen gibt's 2 Punkte dafür. Du fasst ein Jahr am Text, doch du scheiterst direkt. Schön, dass du mal dabei warst, Perplex. Hallo Plex, mein Freund, wie geht's dir? Boah, da fickt doch echt jeder mit jedem, Alter. Perplex. Hallo Plex, mein Freund, wie geht's dir? Boah, ich mach die Hook ja doch. Was ein Bitch-Move, denn deine Existenz basiert auf Julians Blog. Snitchen bei einem Kumpel ist schon eklig, ich weiß. Aber nach dem Battle kannst du wieder Pakete verteilen. Siehst aus wie nach einer Chemotherapie, weil du täglich nach dem Weed-Konsum nicht Depri-Phasen schiebst. Hey, den Sieg hast du im Leben nicht verdient. Wir punchen dir den Schädel ein und zack, sind deine frisch gemachten Zähne wieder schief.
Das ist gut. Wir punchen dir den Schädel ein und zack, sind deine frisch gemachten Zähne wieder schief. Ja, gibt einen Punkt. Okay. Alles in allem so von der Rap-Technik, ja, nicht unbedingt von der Reimtechnik, von der Rap-Technik, ne? Wir können jetzt gerne wieder die Diskussion über Technik lostreten, me friendos. Müssen wir aber gar nicht tun. Von der ganzen Technik her fand ich es wirklich gut, die Runde. Von den Punchlines jetzt für mich ein bisschen dünne, ne? Ein bisschen dünne, wie Cassius Clay. Wir machen war weiter mit Bit. Wem denn eigentlich? Gegen wen hat er die Runde gerade gemacht? Perplex. Ah, auf Perplex-Runden sage ich euch ehrlich, freue ich mich immer, weil es immer eigentlich so die ein oder andere gute Zeile gibt, Alter. Bin ich gespannt. Wie der Bogen von Robin Hood. Ey, ich bin schwarz, so wie der Hoden von Bobby Wood. Kid. Killer, Kollege der Überboss, ich lade meine Baller, meine Baller, deine Falle, meine Baller, meine Bäcker, deine Mama vor der Kamera, der Kanada, der Mann, der Kanada, ist back, es ist Jay Chiki, der Boss. Warum bin ich jetzt auf Kinder Cray gegangen? Kann mir das jemand verraten? Hier müssen wir auf Perplex. Ne? Habt ihr schon wieder Schiss gekriegt, ne? Dachte der schon wieder, der Chiki, der Chiki, du. Mann. Kellner, dammt noch im Maul. Let's do it, Perplex versus Diverse. Ey, ich sitz breitbeinig da. Und deine Frau wird entjungfert, auch wenn sie vorne rum auf Schein heilig macht. Ey. Alter, wo will dieser Diverse mit seinem Kindergarten-Style hin? Der kann ja nicht mal durch einen Sieg in das Viertelfinale einziehen. Ich bring Lines, die sind wie Kellnermörder. Oberkiller. Und zieh ins Halbfinale ein, als wär's eine Nobelvilla. Was ist denn los mit... Also vom Flow her finde ich, ich finde auch, das ist so, das ist wie, ähnlich wie ich es gestern bei Chio gesagt habe, wenn der Beat, naja, wenn es soll so ein Feeling vermitteln, ne? Und Perplex ist für mich nicht der harte Hitter, der auf die krassen Beats rappen sollte, so. Das beißt sich, das zieht bei mir. Da kann er noch 3 Emporio Armani Pullis aus Polen anziehen und noch 4 gefakte Ray-Bans und der Beat noch härtere Synthesizer-Bassläufer haben und noch mehr Becken, die crashen. Es wird für mich nicht hart. Das beißt sich so halt. Deswegen, er sollte meiner Meinung nach eher auf so einen, er sollte sich eher so auf diese arrogante Wortspiel von oben herab Richtung fokussieren. Zumindest ist das meine Meinung. Ich finde auch der Flow hier beim Einstieg sehr, sehr komisch irgendwie, weil seine Betonung ist halt so auf den Beat, das passt nicht so. Da muss ein harter Rapper drauf, der reinfickt, meine Freunde. Ja? Werbefreundlichkeit zum zweiten Mal AD. Vielleicht hat sich YouTube gerade noch überlegt und jetzt ist es wieder über alle Berge. Trotzdem war die Zeile gut. Ich bin wie, meine Punchlines sind wie Kellner. Die Kellnermörder! Meine Punchlines sind wie Kellnermörder, Oberkiller. Das ist auf jeden Fall schon gut. Oberkiller, also der Ober, der dir das Essen bringt und der Killer, der dich umbringt, der Kellnermörder. Oberkiller. Und ich ziehe ins Finale ein, als wäre es eine Nobelvilla. Dafür gibt es 2 Punkte. Oberkiller! Und zieh ins Halbfinale ein, als wär's ne Nobelvilla! Was ist denn los mit dir? Leg deine Mama dir morgens die Sachen raus, dir fehlt noch die rote Nase, denn du bist auch unser Klassenclown! Guck mal, das ist so, ich will gar nicht sagen, dass das hier zu viele Silben sind, weil Perplex auf jeden Fall die Routine und das Know-how hat, meiner Meinung nach, das irgendwie trotzdem in den Takt zu knallen. Aber für mich sind hier viel zu viele Silben in den Parts. Leg deine Mama dir morgens die Sachen raus, dir fehlt noch die rote Nase, denn du bist auch unser Klassenclown! Leg dir morgens deine Papa die Sachen raus, du brauchst eine rote Nase, der Klassenclown. Das ist so, das sind zu viele Silben, um den Flow rund zu machen. Und das Schlimme ist, dass er die Zeile gar nicht richtig beenden kann, sondern er schießt direkt mit der nächsten Zeile rein und man hört sehr deutlichen Cut, was mich extrem stört. Mit dir, leg deine Mama dir morgens die Sachen raus, dir fehlt noch die rote Nase, denn du bist auch unser Klassenclown. Jetzt wird das Baby gestillt, zerlegt und gekillt, denn es ist nur noch drin, weil Smiles noch in Amerika chillt. Hast du richtig gehört, rechne, dass du... Jetzt wird Baby gekillt, zerlegt oder gegrillt. Du bist nur noch drin, weil Smiles noch in Amerika chillt. Das ist auf jeden Fall gute Technik, so schön. Ja? Obwohl die Punchline ist jetzt nicht so... Smiles, keine Ahnung, ob er in Amerika ist. Das sagt mir gar nichts, weiter geht's. Rausfliegst diesen Monat, denn es ist nur noch drin, weil Smiles noch in Amerika chillt. Hast du richtig gehört? Rechne, dass du rausfliegst diesen Monat. Julian holte dich eh nur rein, weil du so aussiehst wie der Joker. Nach dem Battle fließt Blut, du Opfer. Julian holte dich nur rein, weil du aussiehst wie der Joker. Ist ganz lustig, weil er wurde ja auch reingeholt als Joker, oder? Kann man das so verstehen? Gibt auf jeden Fall einen Punkt, aber mir gefällt es hier wirklich eigentlich gar nicht vom Klang mit so. Es ist viel, der Beat
ist auf einer anderen Welle als Perplex hier. Und Perplex hat einen Flow, der wirklich, das ist viel zu anstrengend gerade. Und es passt nicht so. Und es ist mir viel zu hektisch, viel zu viele Cuts, viel zu wenig Pausen, viel zu... Nee, du, das sagt mir bis jetzt nicht zu. Wie ein Ladenbesitzer kurz vor Ladenschluss. Zu. Den habe ich schon mal gebracht und er war sensationell gut. Der war nicht schlecht, als hätte ich im Supermarkt die Joghurts auf ihre Haltbarkeit kontrolliert. Der war nicht schlecht. Fahr du Hurentochter, dann holt er dich eh nur rein, weil du so aussiehst wie der Joker. Nach dem Battle fließt Blut, du Opfer, du Hurentochter. Hast dein breiteres Maul als Julia Roberts. Das ist jetzt halt fatal, muss man wirklich sagen. Ich meine, Diverse sagt in seinem Track irgendwie, deine ganzen Zeilen kennt man schon aus RBA, von Kollega und so, ne? Und jetzt sagt er, du hast ein breiteres Maul als Julia Roberts. Und es ist halt einfach, es sieht so aus. Ich komme in dein Hochhaus mit Uzi im Koffer. Merke dann nach einiger Minute, du bist nur ein Großmaul wie Julia Roberts, das davon rennt. So wie Tom Hanks, das davon rennt wie ein Amerikaner vor einem Art Moslem. Kitte schon mein Handy raus und hole dann der Billy mal. Der kommt. Von Kollege, der Boss aus dem Zuhältertape 1 Intro. Und man kann mir wirklich nicht erzählen, dass Perplex Zuhältertape 1 nicht kennt, Alter. Sorry, aber das kann man mir wirklich nicht erklären, Alter. Das kann man mir doch kaum erklären. Ich will jetzt nicht den Punkt abziehen, weil ich selber schon oft in diese Falle getappt bin, dass ich von Kollega Zeilen benutzt habe, wo mir nicht bewusst war, dass Kollega sie schon hatte. Wobei das, um mich ein bisschen wieder mal zu rechtfertigen, ja, wie ich oft und so gerne tue, auch alles irgendwie, naja, Alben oder Textstellen von Alben waren, die jetzt nicht unbedingt so diesen Legendenstatus von dem Zuhältertape 1 hatten. So, ich meine, dieses Zuhältertape 1, Alter, das hat revolutioniert. Das stand für sich. Das kennt so jemand wie Perplex 100 Pro. Und dann auch noch der Intro-Track. Da sind wir kurz vorm Punkt Abzug gerade, aber ich lasse es ihm nochmal durchgehen. Battlefleece Blut, du Opfer, du Hurentochter! Aber hier der Flow gefällt mir auch nicht. In der Battlefield Blut, du Opfer, du. Okay, jetzt zieh ich den Punkt ab. Ich kritisiere die ganze Zeit, jetzt ist es soweit. Hast dein breiteres Maul als Julia Roberts! Du fliegst hier raus wie schon einst. Und deine Nuttenmutter geht für mich am Strich, dann wieder Rauschgift verteilen. Dann bist du traurig und weinst für dich kein Ausweg. Was ist das für eine Nonsens-Zeile? Du fliegst traurig und weinst und deine Nuttenmutter geht für mich am Straßenstrich, dann wieder ein bisschen Rauschgift verteilen. Weiß ich überhaupt nicht, was so eine Zeile soll. Nuttenmutter geht für mich. Außer, dass es den Verdacht auf Kollega noch mehr härtet halt. Weil, was kommt da jetzt mit Straßenstrich und Rauschgift verteilen? Das ist so, kurz nach einer Zeile die Kollega gekickt, egal. Am Strich dann wieder Rauschgift verteilen. Dann bist du traurig und weinst für dich kein Ausweg zur Zeit. Denn du Schwuchtel bist abgehoben. Im Traumschiff Surprise. Ja, aber das ist ganz gut. Rauschgift verteilen, traurig und weinst. Da hopp dir betreiben. Die Au und die Ei-Silbe und dann als Pointe gesetzt, denn du Schwuchtel bist abgehoben. Traumschiff Surprise. Das ist eigentlich ganz geil, weil bei Traumschiff Surprise sind das auch alles die Schwulen, Bulli, Herbig und so, ne? Denn du Schwuchtel bist abgehoben. Traumschiff Surprise, dafür gebe ich 2 Punkte, weil das hat eine Zweideutigkeit. Das ist einmal die Schwuchtel und das abgehoben und Traumschiff Surprise ist schon gut. Du wirst gefickt, Junge, du kriegst heute die Schnauze poliert. Deine Kinderfans werden direkt auch therapiert. Du bist der Lauch, der verliert, nicht der Baus, der rasiert. Und wieder fliegt die Nutte aus dem Turnier. Mach einen Abgang, das hier ist Battle und kein Bücherlesen. Wenn du erwachsen bist, können wir da nochmal drüber reden. Cella, wieso ist das Leben, Bitch? Du hast eine Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Scheiß auf den Hörgerät. Ist mir einfach komplett zu überpaced und zu unauthentisch und zu krass Filme fahren. Das ist so ein Nairo-Beat, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein Beat, wo jemand drauf gehört, der wirklich, dem du ansiehst, dass er Assi ist. Grüße gehen raus an Nairo. aber da muss der Wumms rein irgendwie, Digga. Da muss. Das ist für mich wie so ein. Das ist für mich nicht echt halt, leider. Genuss, Hauptsache im Battle. Du hast ne Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Scheiß auf den Hörgenuss. Hauptsache im Battle zerfickt und die hässliche Bitch auf die Bretter geschickt. Wie ein Espentourist. In dein Maul pa- Auf die Bretter geschickt wie ein Espentourist. Auf die Bretter geschickt wie ein Espentourist. Das ist eigentlich schon wieder richtig. Das ist eigentlich schon wieder, also wenn ich es verstehe. Richtig, 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 richtig gut, Alter. Nur von den Reimen. Scheiße geflowt halt so, aber Aspen ist doch ein großes Skigebiet, oder? Aspen ist doch ein Skigebiet, Digga.
Aspen. Skigebiet. Ist es? Ich gebe es jetzt einfach mal ein. Ja, Mann. Skifahren Aspen. Auf die Bretter geschickt wie ein Aspen-Tourist. Digga, das gibt 2 Punkte. Das feiere ich schon wieder komplett. Aspen ist ein Skigebiet, auf die Bretter geschickt wie ein Aspen-Tourist. Geil. Passen 4 Keksdosen im Schnitt und die hässliche Bitch auf die Bretter geschickt wie ein Aspen-Tourist. In dein Maul passen 4 Keksdosen im Schnitt und jetzt wirst du von einem Paketboten gefickt. Jetzt pass mal auf, du Bitch. Ey, guck mal, das ist auch wieder das Paradebeispiel von Pointe falsch gesetzt, meiner Meinung nach. Er haut in der ersten Zeile raus, in deine Fresse passen 4 Keksdosen im Schnitt, jetzt wirst du von einem Paketboten gefickt. Ist wirklich alles gut, schön vorgezogener Flow, aber würde er das andersrum machen? Jetzt wirst du von dem Paketboten gefickt, in dein Maul passen 4 Keksdosen im Schnitt. Dann hätte er doch mit dem Reim Paketboten gefickt auf Keksdosen im Schnitt die Pointe geschaffen und würde den Punch ans Ende setzen. So. Somit bläst er, boom, den Punch raus und danach kommt einfach nur noch ein Reim, der eigentlich überhaupt keine krasse Aussagekraft hat. So. Jetzt wirst du von dem Paketboten gefickt. Ja, yo, super, und weiter, komm, weiter mit dir, du, ne? Was, das, ja. Aber die Punchline, du hast 4 Pack, du hast, guck mal, ich würde da womöglich sogar wirklich 2 Punkte für geben, weil die Punchline an sich ist gut, aber er setzt sie so falsch, er bringt sie komplett scheiße zur Geltung, Alter. In deinem Face passen 4 Keksdosen im Schnitt. Es ist eine zu gute Punchline, um sie an den Anfang zu setzen. 4 Keksdosen im Schnitt und jetzt wirst du von einem Paketboten gefickt. Jetzt pass mal auf, du Bitch, ein Uppercut vom Plex reicht und du peinlicher Verlierer. Uppercut vom Boss. Also vielleicht fahre ich jetzt wieder komplett den Film, Alter, ne? Aber für mich, das erinnert mich so an dieses Kollega-Style, Alter. Ein Uppercut vom Boss wird der Typ nicht überlegen. Ein Uppercut vom Boss wird der Typ nicht überleben. Deutsche Rapper, ich bin ihnen lyrisch überlegen, bin ihnen physisch überlegen. Und du hast tapa, psychische Probleme oder irgendwie so. Du von einem Paketboten gefickt. Jetzt pass mal auf, du Bitch, ein Uppercut vom Plex reicht und du peinlicher Verlierer. Hängst an der Decke, so wie Linus von den Peanuts. Hast du das Battle Jackie Schnetz, eine Cartoon-Line, gell? Jackie Schnetz, ich weiß weder, wer Linus ist, noch wer Peanuts ist. Linus ist eine Sache, die du streichen kannst. Wie ein Decke, so wie Linus von den Peanuts. Dass du das Battle gewinnst, ist eine Sache, die du streichen kannst. Wie ein Geigenmann oder eine Seitensau. Zum Beispiel den Das finde ich aber gut. Sowas feiere ich. Ist eine Sache, die du streichen kannst, wie ein Geigenmann oder eine Seitenwand. Wobei das auch schon, ja gut, ein Geigenmann. Ja, hat halt kein. Ich gebe hier. Oh, ich bin gerade beim Überlegen, ob das genug Punch hat, um 2 Punkte dafür zu geben, weil eigentlich. Doch, aber ich finde die Zeile an sich gut. Eine Sache, die du streichen kannst, wie ein Geigenmann oder eine Seitenwand. Aber ein Geigenmann und eine Seitenwand, Digga, das ist so. Ja, komm, lassen wir mal durchgehen. Kleiderschrank, bitch, ich bin. Oder ein Kleiderschrank. Reichen kannst, wie ein Geigenmann. Oder eine Seitenwand. Zum Beispiel hinterm Kleiderschrank. Bitch, ich bin einfach krank und die Verse wird vor Scham rot wie die Kleidung vom Weihnachtsmann. Nach der Runde kannst du dich schlafen legen, denn ich bring Lines, die dir den Atem nehmen. Wie Gasfontänen, du siehst aus. Ja, aber jetzt wird's wieder too much. Das ist so alles so. Ja, das ist zwar auch nicht schlecht, die den Atem nehmen wie. Gasfontänen. Ja, du wirst platt gemacht wie Trampelfahrt. Du fängst zu flenden an wie von Tränengas. Du kannst ja die ganze Zeit. Es ist schon irgendwie gut, aber irgendwann ist es jetzt so. Komm, Digga, es reicht jetzt. Es reicht jetzt so, oder? Wobei, das Atem nehme wie Gasfontänen, so. Mich nervt jetzt langsam, aber ich muss es meiner Meinung nach objektiv jetzt, weil ich das andere belohnt habe, auch belohnen, aber ich gebe jetzt hier nur 1 Punkt, weil es langsam reicht jetzt so mit diesen Vergleichen. Sei denn, er haut halt wirklich die krassen Dinger raus, aber wie gesagt, diese Blattgemacht, Trampelfahrt, Flennen an, Brennen, Gas und so, das ist so, ja, reicht jetzt. Aus wie Kermit der Frosch mit Nierenschaden, ich bin auf der Siegerstraße auf dem Weg zur Zielgeraden. Du hast anscheinend nicht so viel zu sagen, denn für wen gibt es schon in einem Battle-Turnier 2 Niederlagen? Du bist gefickt, Junge, du kriegst heute. Feeling kommt nach wie vor absolut nicht bei mir an, aber Siegerstraße auf Zielgerade finde ich prinzipiell einen guten Substantivreim, der auch ziemlich gut im Kontext steht. Wollte ich nur mal gerade gesagt haben. Die Schnauze poliert, deine Kinderfans werden direkt auch therapiert. Du bist der Lauch, der verliert, nicht der Baus, der rasiert. Und wieder fliegt die Nutte aus dem Turnier. Mach einen Abgang, das hier ist Battle und kein Bücherlesen. Wenn du erwachsen bist, können wir da nochmal drüber reden. Zeller, wieso ist das Leben, Bitch? Du hast eine Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Alter, die Burst, du kleine Missgeburt. Missgeburt. Für dich Und sie sind?
Es ist echt lustig, gell? Jetzt hätte ich keinen Feature kenne, der da reinkommt immer, ey. Wenn du erwachsen bist, können wir da nochmal drüber reden. Cella, wieso ist das Leben, Bitch? Du hast eine Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Alter, die Börse, du kleine... Und sie sind? So ist das Leben, Bitch. Du hast eine Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Alter, die Börse, du kleine Missgeburt. Für dich, Penner, tickt die Uhr. Die Leute da draußen haben weder Wissensdurst. Er bekam einen Vertrag von Maurice, seinem Kamerafritz. Er unterschrieb ihn, denn er hielt ihn für ein Mandala-Bildchen. Er bekam einen Vertrag von Maurice, seinem Kamerafritz. Er unterschrieb ihn, denn er hielt ihn für ein Mandala-Bildchen. Unterschrieb ihn? Du kleine Missgeburt. Für dich, Penner, tickt die... Wer ist denn das jetzt hier? Machen die, ist es jetzt weiter perplex oder ist es, machen die da jetzt hier gerade einen Dialog oder was? Was passiert denn hier? Alter, die weißt du kleine Missgeburt. Für dich Penner tickt die Uhr. Die Leute da draußen haben wieder Wissensdurst. Er bekam einen Vertrag von Maurice, seinem Kamerafritzen. Er unterschrieb ihn, denn er hielt ihn für ein Mandala-Bildchen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, Mandala-Bild unterschreibt man ja nicht, sondern das bemalt man. Da malt man was aus. Da müsste doch... Er bekam einen Vertrag von Maurice, seinem Kamerafritzen, und malte sich was aus. Dann erhielt ihn für den Mandala-Bildchen. So wäre es doch besser geworden, oder? Ich raff hier gar nichts mehr. Die Uhr, die Leute da draußen haben wieder Wissensdurst. Er bekam einen Vertrag von Maurice, seinem Kamerafritz. Er unterschrieb ihn, denn er hielt ihn für ein Mandala-Bildchen. Ey, vor kurzem gab's so eine Geburtstagsfete. Der Clown von Lucky Studio hat mich dazu kurz gebeten. Und ich dachte erst, was soll ich bei diesen vercrackten Pissern? Doch ich machte einen Abstecher wie die Eltern von Jack the Ripper. Guck mal, das ist die nächste Zeile wirklich so Real Talk, ne? Mir geht's jetzt gerade wirklich auf den Sack so. Ich will ihm nichts unterstellen so. Aber es ist für mich, nimmt es gerade an Auffälligkeiten gerade an, wo man wirklich nicht mehr vom Zufall reden kann so. Das sind wirklich Zeilen, die man alle schon kennt. Machte den Abstecher wie die Eltern von Jack the Ripper. Digga, ich bin ein Abstecher und mach einen Abstecher zu deiner Mutter und töte sie mit meinem Klappmesser. Das sind alles so Zeilen, diese Ab... Das ist so... Dieses Abstecher im Sinne von, ich mach mal kurz einen Besuch bei der und der, oder Abstecher im Sinne von ein Mörder abstechen, das ist so, das, ich weiß nicht, also das grad fuckt's mich ab. Schilde voll auf Pep, diesen vercrackten Pissern, doch ich machte einen Abstecher wie die Eltern von Jack the Ripper. Und dann doch immer so in die Zeilen gepresst, denn ich machte einen Abstecher so wie die Eltern von Jack the Ripper. Die Zeilen passen hier kaum in die Silben rein. Egal, das Taktgitter blasst. Doch ich sag auf jeden Fall noch irgendwie, wie meine Kaffeetasse den Duden frisst. Ey, zugekiffte Jugendliche. Ja, das ist also für mich ist es gerade eine einzige Filmeinlage hier, das Ganze. Und dafür ziehe ich jetzt nochmal einen Punkt ab, ehrlich. Schilde voll auf Pep in dem Laden, ne? Pissern. Doch ich machte einen Abstecher wie die Eltern von Jack the Ripper. Und ich chillte voll auf Pep in dem Laden, als seine Schwester mich fragt, ob ich kurz mitkomme auf Toilette zum Nageln. Quatschte mich voll und hoffte, dass ich sie nachher noch mies verwöhne. Doch kriegt an ihrem Geburtstag einen Korb wie Basketballspielersöhne. Du hältst von Raps. Digga, ist es gerade sein Ernst? Ich zieh da wieder einen Punkt ab. Kriegt einen Korb. Ja, okay, das ist schon lustig. Ich meine, diese Vergleiche mit Korb in Bezug auf Basketball, die sind wirklich ausgelutschter als mein Pferdeschwanz. Ja, aber das, ich meine, das kickt man doch nicht mehr, Digga. Das war auch schon 2014 ausgelutscht, ne? Man kann jetzt sagen, ja, aber er setzt ja noch einen drauf. Du kriegst einen Korb, so wie Basketballspieler-Söhne, weil die einen Korb geschenkt kriegen, so, ne? Aber nee, Digga, das zieht bei mir nicht, Alter. Wirklich, da krieg ich einen Föhn wie ein Friseur zum Geburtstag, wenn ich sowas höre, Alter. Wirklich wahr. Direkt wieder ein Punkt. Gerade nimmt's komplett überhand wie Torwartparaden. So viel wie Nichtraucher von Grasplantagen. Doch ich hab einen Korb wie Basketballspielersöhne. Du hältst von Rap so viel wie Nichtraucher von Grasplantagen. Doch ich weiß ihn zu schätzen wie Piratenkarten. Du Hackfresse, siehst. Der war wieder tight. Der war wieder richtig dope. Der war wieder richtig Sahne. Nur, also ich kannte, den kenne ich, ich weiß ihn zu schätzen, Digga. Boah, Digga, der ist dope. Nur bei mir macht sich jetzt so das Bild breit, dass man manchmal so, jetzt so das Gefühl kriegt, so, ey, wo hat er den denn jetzt aufgeschnappt, so, ne? Wo hat er den denn jetzt schon mal gehört? Egal, aber das ist so, ich meine, ich trau perplex nach wie vor zu, richtig geile Punchlines zu schreiben, so. Auch in irgendeiner Quali hat er gesagt, bis sie heiser wird wie eine Kellnerin auf Koks oder so, heiser wird wie eine Kellnerin auf Dope oder irgend sowas, oder? Also der kann auf jeden Fall schon gute Wortspiele machen und das hier hat mir gerade richtig gut gefallen. Wie Nichtraucher von Grasplantagen, doch ich weiß ihn zu schätzen, wie Piratenkarten. Du
Nichtraucher von Grasplantagen, doch ich weiß ihn zu schätzen, wie Piratenkarten. Ich weise dich zu schätzen, ich führe dich zu dem Schatz. Ich weise dich zu schätzen, ich weiß dich zu schätzen wie Piratenkarten. Digga, das gibt 2 Punkte, das ist tight, Alter. Also erzählt mir, was ihr wollt, aber das finde ich geil. Reste siehst aus, als hättest du das Down-Syndrom. Und obwohl ein Grinsen breiter als der Türsteher ist, hast du Hausverbot. Das ist auch lustig. Du siehst aus, als hättest du das Down-Syndrom. Und obwohl deine Fresse breiter ist als der Türsteher, hast du Hausverbot. Das ist gut. Das gibt einen Punkt. Aufgrund der Tatsache, dass du jetzt gegen Perplex... Sag mal, was ist denn hier los? Ihr fickt jeder mit jedem, Digga. Alter, ihr fickt jeder mit jedem, Alter. Ehrlich wahr. Was ist denn das für ein Inzest, JBB, Alter? Ach so, aber ATZ jetzt doch mal einen drauf auf Diverse, ne? Weil er hat ja immer noch die Rechnung offen von damals, als Perplex, als Diverse diesen Bitch-Move gemacht hat, so, ne? Also AT, Mutterficker, das ist, Alter, die Werbefreundlichkeit ist sowas von flöten gegangen, wie ich damals in der Grundschule zur Musikschule. Flöten gegangen. Aufgrund der Tatsache, dass du jetzt gegen Perplex kommst, seh ich das für dich nicht als eine zweite Chance. Ich glaub, dass Julian dich nur ärgern wollte. Wie wack bist denn du? Kein Style, keine Technik, kein Flow, doch Hauptsache die Adlibs von Ju. Die Gäste deiner Runde klingen so, als ob sie lieber ein Meiner wären. Perplex und AT, wir haben Topspeed wie Heisenberg. Es ist nicht so, dass die... Wir haben Topspeed wie Heisenberg. Ja, lassen wir mal durchgehen. So, Digga, ich meine, das ist echt schon lustig. So, es gibt... Man muss nicht jede Zeile auf die Goldwaage legen, so. Aber ich meine, Top Speed, der hatte natürlich kein Top Speed, sondern der hatte Top Crystal Meth, Mibi Friendos. Kieferkick. Ich finde, der 80 kommt hier nicht ganz so druckvoll rein. Allein so von der Betonung und von der Power und auch was mir hier auffällt, er untermalt sehr, also er doppelt hier, doppelt sehr, sehr viel hier bei seiner Aufnahmespur. Und das Ganze auch nicht aggressiv, was dem Ganzen wie so ein bisschen so eine Hook-Flavor gibt. Ein Hook-Flavor, vielleicht sollte es auch eine Hook sein, wenn ja, ist es noch nicht zu mir durchgedrungen. So als ob sie lieber ein Meiner wären. Perplex und AT, wir haben Topspeed wie Heisenberg. Es ist nicht so, dass die Verse nichts zu feiern hat. Mit einer Quali zweimal rauszufliegen hat noch keiner geschafft. Ist aber lustig. Ist nicht so, dass die Verse nichts zu feiern hat. Mit einer Quali zweimal rauszufliegen hat noch keiner geschafft. Gibt auch noch ein Pünktchen. Also ich... bin wirklich gespannt jetzt, was Chubulje Dabatsu zerbackt in seiner Abana-Labüse, Mibi Friendos. Wir fliegen nach Espen. Ich lade euch alle ein, die ganze Community, wir fliegen nach Espen, auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken fliegen wir nach Espen. Und dann werdet ihr mal richtig auf die Bretter geschickt von mir. Hier ist die Analyse. Ach so, wir müssen natürlich erstmal meine Punkte zählen. Das ist, wer war das? Diverse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Ich hab die Punkte echt locker sitzen, Alter. Was war's? 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 21 zu 17. Also wenn ich wirklich ein bisschen so ein härterer Kerl wäre, ne, und lockerer Punkte abziehen würde, wenn ich immer dann einen Punkt abziehen würde, wirklich, wenn mich was stört, hätte Perplex nicht so viele Punkte. Hat mich wirklich viel gestört, so vielleicht muss ich wirklich ein bisschen mehr abziehen. Schauen wir mal. Was mir jetzt so im Nachhinein auffällt, das sind ja jetzt unbedingt nicht die beiden, obwohl Diverse war damals noch ein Liebling, obwohl, nee, er war nach seinem Bitch-Move gegen AT dann wahrscheinlich kein Publikumsliebling mehr und wurde schon gehatet, ne? Und Perplex wurde ja sowieso schon immer so gehatet, so ein bisschen, ne? Das heißt, ich stelle mich jetzt darauf ein, dass diese Analyse von Julian hart wird. Was war nochmal mein Punkt? 21 zu 18, glaube ich. Chris, Dokumentenbruder, mitschreiben. Wir sind beim letzten Viertelfinale angelangt. Es ist ein sehr passendes Viertelfinale, weil beide genau genommen keine hundertprozentig vollwertigen Viertelfinalisten sind. Diverse hatte verloren, aber war der beste und motivierteste von allen Ausgeschiedenen. Ja, er war auch mehr bei der Sache als Fortune, außerdem Publikumsliebling und deshalb die einzig logische Wahl. Perplex Gegner ist gar nicht erst angetreten, deswegen ist er einfach so weitergekommen. Also wer auch immer von beiden weiterkommt, gewinnt das erste Mal. Aber auch wenn sie keine vollwertigen Viertelfinalisten sind, wird am Ende ein Gewinner und vollwertiger Halbfinalist übrig bleiben.
bleiben. Mal gucken, wer das sein wird. Die Videos sind auf einem relativ ähnlichen Niveau. Ich finde, das von Diverse hat eine schönere Kulisse als den tristen Keller mit Fernseher von Perplex. Ist aber Geschmackssache. Beides ist aus technischer Sicht relativ ähnlich. Nichts Überragendes, aber durchaus sehr ansehnlich. Flow. Ja, der Perplex hat eine viel bessere Mische als sonst und keine verkackten Doubles. Das ist aus akustischer Sicht das Beste, was er je gemacht hat. Aber so... Hey, ich bin wirklich immer anderer Meinung als Julian. Ey, ich schwör, Digga, das ist für mich das, ist das Schlechteste, was ich technisch je gehört habe von Perplex. Kraut und Rüben beißt sich, komische Silbenstellung, ich will es nicht als Fehler diagnostizieren oder so. Für mich, für mich sind es Fehler, und jetzt sagt er, das ist das Beste oder irgendwas. Als sonst und keine verkackten Doubles, das ist aus akustischer Sicht das Beste, was er je gemacht hat. Aber so richtig musikalisch ist das Ganze immer noch nicht. Er ist... Aber aus akustischer Sicht, okay, vielleicht meint er wirklich nur die Tonqualität so. Nicht sehr elegant, sondern trampelt ein bisschen wie ein Bauer über den Beat. Man kann sich da schon viel besser geben als vorher, aber da geht noch einiges, um es angenehmer zu machen. Es ist zwar ein Battle, aber Rap ist auch Musik. Diverse hat sein Rumgeschwule reduziert und ich kann mir seine Runde diesmal tatsächlich ohne größere Probleme geben. Manchmal gibt's noch seltsame... Ey, Freunde, wer bin ich? Warum guckt der immer so, Alter? Das ist wirklich die geilste Punch. Wenn ich jemals gegen Diverse battlen würde, ich meine, oder hätte ich damals gebattelt, dann hätte ich auf jeden Fall eine Punchline gekickt, die so in die Richtung geht, von wegen so, weiß ich nicht, die hat jemanden, du bist mit jemand angeln gegangen und jemand hatte Angelhaken hier, Alter. Ist aus Versehen in den Angelhaken reingelaufen oder so. Also das, ich glaube, das hätte ich in eine richtig saftige Punchline verpacken können. Der sieht doch wirklich aus, als ist er versehentlich in den Angelhaken reingelaufen, oder? Alter. Betonungen und die Stimme ist für mich immer noch leicht gewöhnungsbedürftig, aber das fließt zumindest alles besser über den Beat als das, was Perplex macht. Ob du mich für den Kopf damals nicht leiden kannst, ist mir echt Latte. Doch Maurice dreht dir die Clips und wartet seitdem auf die Patte. Ich bin hinterm Kleiderschrank. Bitch, ich bin einfach krank und die Verse wird vor Scham rot wie die Kleidung vom Weihnachtsmann. Denk dir was aus über mich, doch ist denn da trotzdem nichts dran, dass du mir schon zu VWT-Zeiten nur Props geben kannst. Du liegst hier raus wie schon einst und deine Nuttenmutter geht für mich am Strich dann wieder Rauschgift verteilt. Die Verse ist um einiges seriöser geworden und ich fange langsam an, den als Rapper richtig ernst zu nehmen. Er wird immer besser und wirkt sehr motiviert. Ein bisschen Zirkus ist da noch drin, aber das wird immer rappiger und einigermaßen musikalisch ist er auf jeden Fall. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Diverse bekommt den Punkt für Flow. Ja, ist aber auch bei der Runde eindeutig ohne Spaß. Ich finde Diverse, ich finde es schade, vielleicht geht er ja da nochmal auf die Technik, auf die Rap-Technik ein, nicht auf die Reimtechnik. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sage es so lang, bis ich irgendwann als einziger Mensch auf einem Gipfel stehe und sage, ja, ich hatte recht, ich hab's gesagt. Diverse hat hier wirklich gute Technik an den Tag gelegt. Technik, wie ich diesen Punkt hasse, ich werde ihn wohl nächstes Jahr abschaffen, weil es mir mittlerweile... Punkt für Flow. Technik, wie ich diesen Punkt hasse, ich werde ihn wohl nächstes Jahr abschaffen, weil es mir mittlerweile echt zu sehr auf den Sack geht, wenn die Leute sich überanstrengen und alles andere vernachlässigen. Oder einfach alles voll mit Zweckscheiße ist, weil sie denken, dass ich das nicht merke. Ja, du musst einfach mal sagen, was Technik ist. Mach's kurz. Plex ist voll mit Wacker, Scheiße, Textverrenkungen und Zweckreimen und Diverse ist meistens extrem Standard oder Wack. Beides nicht der Rede wert, kein Punkt für Technik. Also bei Perplex hat er recht, bei Diverse null. Natürlich, okay, ja, er nimmt die Reimtechnik wieder. Er redet halt immer von der Reimtechnik. Punchlines. Perplex Punchlines sind eher Unterhaltung als etwas, das richtig ist. Außerdem hat er wieder einen Haufen unnötiger Wortspiele drin und labert auch viel um den heißen Brei rum. Wie Babynahrungstester. Ey, der Schädelbasisbrecher im Edelmarkensweater. Rapper reden nur um den heißen Brei wie Babynahrungstester. Kid. Direkt die erste Line ist ein kleines Fett von unnötiger Wortspiele drin und labert auch viel um den heißen Brei rum. Wie Babynahrungstester. Direkt die erste Line ist ein kleines Fettnäpfchen. Alter, wo will dieser Diverse mit seinem Kindergarten-Style? Der kann ja nicht mal durch einen Sieg in das Viertelfinale einziehen. Perplex ist selber ohne richtigen Sieg im Viertelfinale. Sein Gegner hat gar nichts eingereicht. Er ist der einzige im Turnier, der genau diese Line nicht bringen kann. Aber er macht es trotzdem. Das trifft leider nicht, wenn es von ihm kommt, auch wenn es an und für sich keine schlechte Punchline wäre. Weiter geht's mit Ich bring Lines, die sind wie Kellnermörder, Oberkiller und zieh ins Halbfinale ein, als wär's eine Nobelvilla. Finde ich geil, aber auch da, wenn ich jetzt gerade hier so geschrieben stehen sehe, würde ich hier auch die Zeile umdrehen. Und sagen, ich zieh ins Halbfinale ein, als wäre es eine Nobelvilla, denn meine Lines sind wie Keller...
Ich ziehe ins Finale ein, als wäre es eine Nobelvilla, denn meine Lines sind so wie Kellnermörder. Oberkiller. Dann den Beat noch weggemacht bei Oberkiller, das schön separat für sich aufgenommen, schön mit mehrfach gedoppelt. Oberkiller. Aber ich fang gerade auch schon an, wie Perplex zu betonen. Wie hätte ich denn betont? Also als eine Nobelvilla. Boah, das ist jetzt gerade, das ist so ein Dreckswort. Schön für dich, was hat das mit deinem Gegner zu tun und wo ist der Diss? Die nächste Line ist brauchbar, denn das mit dem Clown passt tatsächlich ganz gut auf die Verse. Was ist denn los mit dir? Leg deine Mama dir morgens die Sachen. Was ist denn los mit dir? Die nächste Kollege-Anlehnung, auch wenn ich mich jetzt komplett auf diesen Film festfahre und alles, was er sagt, irgendwie an Kollege anlehne. Ist natürlich voll weit hergeholt, aber was ist denn los mit dir? Das mit dem Clown passt tatsächlich. Wobei, damals gab es das Lied noch gar nicht, ciao. Ganz gut auf die Verse. Was ist denn los mit dir? Leg deine Mama dir morgens die Sachen raus, dir fehlt noch die rote Nase, denn du bist doch unser Klassenclown. Weiter geht's mit, jetzt wird das Baby gestillt, zerlegt und gekillt. Was für eine Schrottline. Denn es ist nur noch drin, weil Smiles noch in Amerika chillt. Solide Line, aber irgendwie hat das meiner Meinung nach schon wieder so einen leichten Perplex ist nur noch drin, weil keiner nicht eingereicht hat bei Geschmack. Wir werden nie erfahren, was passiert wäre, aber so richtig geil war die Runde von Perplex ja nicht. Als nächstes kommt, Julian holte dich eh nur rein, weil du aussiehst wie der Joker. Was zwar kompletter Quatsch und eine Beleidigung für meinen über alles geschätzten Joker ist, aber ich... Ach, jetzt check ich die Zeile richtig erst, ja, okay. Kann mir vorstellen, dass jemand, der nicht so fanatisch ist wie ich, das feiern könnte. Witzig fand ich die nächste Line. Im Battle fließt Blut, du Opfer, du Hurentochter. Hast ein breiteres Maul als Julia Roberts. Das ist wirklich, ich muss es wirklich sagen. Ich verstehe das nicht wirklich so. Man könnte wirklich meinen teilweise, ich ziehe mir die Analysen vorher rein von Julian, achte darauf, was er alles gut und schlecht findet und sag einfach prinzipiell das Gegenteil. Alter, die Zeile fand er gut mit Julia Roberts. Digga, das ist, weißt du, du bist ein Großmaul wie Julia Roberts oder hast eine breitere Fresse als Julia Roberts, dann nimm doch irgendeine andere Schauspielerin. Es gibt doch andere bekannte, prominente Schauspielerinnen, Sportler, irgendwas, der eine große Fresse hat. So. Aber warum genau Julia Roberts, Alter? Und du Schwuchtel bist abgehoben im Traumschiff. Surprise. Die war gut. Die ist richtig gut. In der Hook fand ich gut. C'est la vie, so ist das Leben, Bitch. Du hast eine Riesenfresse, aber bitte rede nicht. Der zweite Part ist fast komplett unnötig. Erste Line ist... Scheiß auf den Hörgenuss. Hauptsache im Battle zerfickt und die hässliche Bitch auf die Bretter geschickt wie ein Aspen-Tourist. Ganz toller Vergleich. Wo war jetzt noch der Diss oder... Okay, Freunde, wirklich. Alter. Es ist echt... Eigentlich ist es geil. Eigentlich ist es geil. Julian achtet halt nur auf die Punchlines. Ja, okay, eine Battle-Tour ist es schon so, aber zu sagen, könnte man schon als Punchline verstehen. Ich meine, es ist auf die Bretter geschickt. Du wirst auf die Bretter geschickt, du wirst halt ausgenockt wie ein Aspen-Tourist, finde ich. Also ich finde das wirklich, wirklich gut. Ein Aspen-Tourist! Ganz toller Vergleich. Wo war jetzt noch der Diss- oder Gegnerbezug? In dein Maul passen 4 Keksdosen im Schnitt und jetzt wirst du von einem Paketboten gefickt. Perplex benutzt sich hier anscheinend selber als Punchline. Das kommt einem fast so vor wie: Haha, du bist so schlecht, dass sogar ein Paketbotenopfer wie ich dich wegfickt. Jetzt wirst du von einem Kevin gefickt. Nächste Line ist etwas besser. Pass mal auf, du Bitch, dein Uppercut vom Plex reicht, du peinlicher Verlierer. Hängst an der Decke, so wie Linus von den Peanuts. An der Decke hängen im Sinne von sich erhängen ist wenigstens mal... Ah, hängst an der Decke. Ah, okay, der hat die Decke immer bei. Etwas wie ein... Aber auch da, auch hier, Freunde, ich geb dir einen Uppercut und du hängst unter der Decke. Ich fick deine Mutter, ich bin ein Hengst unter der Decke. Dreimal dürft ihr raten, von wem es war? Richtig, Kollege. Ich weiß nicht, ob er sagt, ich gebe dir einen Uppercut und du hängst unter der Decke. Vielleicht gibt er auch, ich gebe dir einen Kinnhaken und du hängst unter der Decke. Ich fick deine Mutter. Ich bin ein Hengst unter der Decke. Digga, das ist mir zu viel gerade, was Perplex hier sagt. Ohne Spaß. Das ist mir zu viel, Alter. Das sind, ich weiß nicht, war das jetzt den fünften Vergleich, wo ich gesagt habe, ey, das ist irgendwie, kenne ich von Kollege. Die Zeile von Diverse kriegt langsam ziemlich Gewicht. Front, auch wenn das mal wieder ein unnötiger Vergleich mit null Gegnerbezug ist. Die nächste Line fand ich irgendwie witzig, aber nur so wie er sie rüberbringt und mit dem Video. Dass du das Battle gewinnst, ist eine Sache, die du streichen kannst. Wie ein Geigenmann oder eine Seitensaube. Aber auch wieder ein unnötiger Vergleich mit null Gegnerbezug. Der Rest ist kompletter Schrott bis auf die letzte Line. Für wen gab es schon in einem Battle-Turnier 2 Niederlagen? Bis jetzt gab es das nur für Green im letzten Jahr, aber es ist... Sag mal, Green hat doch auch jedes Battle irgendwie verloren gefühlt, oder? Wenigstens eine Line, die was mit Diverse zu tun hat. Ist trotzdem der erfolgreichste JPB-Rapper, so, oder? Wer ist denn der erfolgreichste? San Diego, gut.
Ich glaube, dann kommt schon Green, oder? Oder habe ich hier jemand ganz Großen jetzt vergessen? Und ihr flippt alle wieder aus. Komplett. Part Nummer 3. Alles kompletter Ultramüll. Von 80 fand ich eine Line ziemlich geil. Die Gäste deiner Runde klingen so, als ob sie lieber in meiner wären. Das meiste, was Perplex in seiner Runde bringt, kann man problemlos in einen Song packen. Als Fun-Track oder sowas, aber nicht in eine Battle-Runde. Das sind unnötige Wortspiele, kaum Gegnerbezug, Streicheleinheiten und Punch so hart wie Zuckerwatte. Perplex macht etwas zu sehr auf Mittelklasse-Comedian. Wo werde ich zuschlagen, wird's denn wartet da am Anfang? Und wenn ich zuschlage, wird es ein Sucker-Punch, angetrieben von Wattedampf. Aber wir gehen das nochmal, egal, scheiß drauf. Nun puncht so hart wie Zuckerwatte. Perplex macht etwas zu sehr auf Mittelklasse-Comedian. Diverse hat um einiges mehr und abwechslungsreicher gepuncht. Zum Beispiel damit, dass Perplex übertrieben viele Vergleiche bringt. Das parodiert Diverse erstmal, indem er selber behinderte Plex-Vergleiche bringt. Generell fand ich 10 Zeilen im Mittelteil des ersten Parts sehr gelungen. Egal ob schreiben oder freestylen, du hast keine guten Texte und von einem Typen kassiert, der gerade mal 2 Minuten rappte. Doch weil ich nett bin, geb ich dir von meinem Preis einfach paar Zehner, denn deine Jacken sehen aus wie aus einem scheiß Altkleidercontainer. Ey, du bist schlecht wie ein Typ, der schlecht ist und hast andauernd eine Fahne wie Ecken. Und ich bin schlagfertig wie Sahne, um deine Sprache zu sprechen. Man, mir ist echt egal, ob jemand meinen Rap-Stil mag. Du bleibst künstlich und lässt dich verbiegen, nenn dich Plexiglas. Mein Ausscheiden berechtigt doch mein Comeback verdient. Du bist so schlecht, dass du ihn sich bei mir bedankt, wenn du fliegst. Im zweiten Part schwächelt er etwas, da habe ich nicht mehr so viel gefeiert. Das ist zwar nicht krass schlecht, sondern ganz okay, aber halt nicht so gut wie Part 1 und 3. Der Einstieg ging in Ordnung. Erzähl's den Leuten, du hast bei mir nach einem Feature gebettelt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, wer dich denn dieses Mal rettet. Wie wär's mit einem aus deiner Crew? Guter Witz. Oder einen, den ich schon umgebracht hab und der beleidigt ist wie du. Dann kommt irgendwas mit Videoproducer, Props, bla bla bla, Schwesterficken und uninteressant. Am Ende wird's wieder kurz interessant, besonders die letzte Line mit dem Gegnerbezug, weil Perplex ja Paketbote von Beruf ist. Aber diese Zeile hat man doch eigentlich auch schon so oft gehört. Also wie viele Zeilen gegen Paketboten oder wie viele Paketbote-Zeilen hat Perplex denn schon einstecken müssen? Ein Haufen, oder? Und obwohl ich wie ein Clown ein paar Grimassen zieh, sag ich dir mit ernster Miene, dass du deine Traumblase platzen siehst. Denn bist du raus, machen alle einen drauf, wie beim Après-Ski. Doch sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Das ist auch saugut, das ist gut von der Reimtechnik. Wenn ich wie ein Clown gerade die Fratze zieh, der Traum gerade platzen siehst. Ich mach einen drauf, wie beim Après-Ski. Was war die letzte gerade nochmal? Du raus, machen alle einen drauf, wie beim Après-Ski. Doch sei als Lieferant froh, dass du auch mal eine Packung kriegst. Auch mal eine Packung kriegst. 4 Zeilen sehr schön gereimt. In Part 3 fand ich jede Line gut. Perplex hat ja neue Zähne, da gibt es Angriffsfläche. Richtig geil fand ich, was er darüber sagt, dass Perplex ohne Gegenrunde gewonnen hat. Dann geht's ums Rauchen wie bei Kinder, der sich dabei ja extrem cool vorkam. Und die ausgelutschten uralten Vergleiche sind auch ein schöner Punch. Die Line mit der Nervenkrankheit ALS ist ziemlich geil und der Abschluss des Parts ist auch gelungen. Digga, das war's jetzt, du fliegst. Doch du warst in letzter Zeit wirklich erfolgreich, denn du hast vor kurzem Karies besiegt. Klasse, dass dir doch noch irgendwer nach paar Jahren die Zähne macht. Glückwunsch, weil sich davor selbst jeder Zahnarzt geekelt hat, ohne Gegenrunde noch was du... Nach paar Jahren die Zähne macht, das ist echt schon gut, Alter. Verlieren ist peinlich, klar, denn ich gewinn schon Battles, an denen ich nicht mal beteiligt war. Eins ist klar, hätte er sich gewehrt, wärst du gar nicht weiter. Und mit deiner gammeligen Kippe fühlst du dich sogar noch cooler als keiner. Ich frag mich, was du von ihm willst und warum du auf deine Gabe schwörst, denn deine Lines hat man vor Jahren schon in der RBA gehört. Warte, deine Elfmeter schießen. Line hatte Kollege, die mit dem Trampolin, Blumi und ach, im Endeffekt schon jeder. Alter, du Tabel verschickst täglich schwule Herzen im privaten Chat und merkst nicht, dass dein Schmatz mehr auf die Nerven geht. Warum ist mein Akku vom Mac gleich alt, Alter? Was ist denn? Was ist denn? What is going on? What isn't that in here? Da lässt man für deine Quali, sagst du fast ein Jahr am Text. Doch du scheiterst direkt. Schön, dass du mal dabei warst, Perplex. Ein durchgehend gut und abwechslungsreich punchender Part. Am Ende kommt dann nochmal Cassius Clay. Plex und Cassius Clay sind eigentlich Kumpels, deswegen ist sein Auftritt an sich schon mal ein Punch in die Fresse. Und sein Part ist auch ziemlich gut als Ganzes gesehen mit vielen kleinen Sticheleien. Hallo Plex, mein Freund, wie geht's dir? Boah, ich mach die Hook ja doch. Was ein Bitch-Move, denn deine Existenz basiert auf Julians Blog. Snitchen bei einem Kumpel ist schon eklig, ich weiß. Aber nach dem Battle kannst du wieder Pakete verteilen. Siehst aus wie nach einer Chemotherapie, weil du täglich nach dem Weed-Konsum nicht Depri-Phasen schiebst. Hey, den Sieg hast du im Leben nicht verdient. Wir punchen dir den Schädel ein und zack, sind deine frisch gemachten Zähne wieder schief. Cassius Clay wertet die Runde nochmal auf. Das ist sehr selten. Oft fand ich Features unpassend oder egal. Aber hier fand ich das als Abschluss gut gelungen und persönlich. Außerdem ist sein kurzer Part besser als seine ganze Runde gegen Gio. Insgesamt ist das Ding ein...
Null, Digga, was laberst du, Alter? Eine klare Sache, die Verse hat richtig gut gebattelt, da kann man nichts gegen sagen. 2 Punkte die Verse und eigentlich ein halber, aber wir sind heute mal gnädig und runden auf statt ab, also 1 Punkt für Perplex. Extra Punkt, man merkt es schon im Flow und Punchline-Teil, die Verse war einfach besser und bekommt den Extra Punkt. Das Publikum hat die Verse sowieso auf seiner Seite. Boah, Perplex reingeschissen, Alter. Den Punkt hätte er auch bekommen, wenn Perplex ihn umgebracht hätte. Hat er aber nicht. Die Verse hat auch euren Punkt völlig zurecht bekommen. Was kann man abschließend noch sagen? Die Verse war genau die richtige Wahl. Er ist von den Toten auferstanden, hat seine zweite Chance genutzt und steht jetzt mit 500 Euro in der Tasche verdient im Halbfinale. Morgen gibt es Karma gegen Jasper im Mini-JBB. Das ist das kleine JBB-Alternativ. Mach ich das eigentlich auch, Chris? Chris, Dokumentenbruder, mach ich das eigentlich auch? Das sieht so aus. Das sieht wohl so aus. Das sieht wohl so aus. Ich habe auch echt im Moment wieder Bock, das durchzuziehen. Aber das will ich gar nicht immer so sagen, weil da denkt ihr, es kommen jeden Tag 9 Videos und dann kommt in 9 Jahren eins. Na, Freunde, so kann's laufen, wie dein Mutter beim Joggen, du Bastard. Nativ-Turnier mit Leuten, die nicht reingevotet wurden, für alle, die in der Quali-Phase nicht so richtig aufgepasst haben. Normalerweise würde es sonst eine Woche gar kein Battle geben, weil die Zeit für die Halbfinalrunden zu knapp gewesen wäre, also kommt das Mini-JBB gleich doppelt gut gelegen. Einerseits praktisch als Überbrückung, denn was wäre eine Woche ohne Battle, da können wir uns auch gleich alle ritzen, und andererseits natürlich, weil es ein Battle ist, in dem die Teilnehmer unter Beweis stellen können, dass sie sehr wohl ins große JBB gehört hätten und hier besser abliefern als einige, die von euch reingevotet wurden. Für alle, die das überhaupt nicht interessiert, gibt es nächste Woche das erste normale Halbfinale. Jawoll, Junge, Alter. Kann ich mich null dran erinnern, weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt und freue ich mich dementsprechend drauf. Fight. Okay, me friendos, schön, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hab euch sehr lieb. Alle Neuen bitte hier die Glocke aktivieren, beziehungsweise alle anderen auch. Alle Neuen gerne ein Abo dalassen. Like könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ich hab euch sehr lieb. Muchos lobos, euer JG Golo. Aus, aus, aus! Dab doch mal! Dab doch mal! Engel weinen, Engel leiden, Engel...